So, guten Morgen zusammen. Ihr wisst ja, neuer Tag, neuer Shop. Ihr seht schon an meinem Skin. Gerade die, die mich halt länger kennen, Travis Scott habe ich ja schon. Marshmallow nicht, hatte ich aber auf meinem alten Account, zumindest mal die Pickaxe. Und ich würde sagen, wir reden noch nicht lange, wir gehen in den Shop rein, weil er ist halt wieder zurück. Wundert mich eigentlich schon irgendwo, aber irgendwo auch wieder nicht, weil es wurde halt geleakt, dass er reinkommt. Und gestern habe ich es schon auf der bei Spotify gesehen, bei auf dem Release-Radar, dass Marshmello nämlich ein neues Lied rausgebracht hat. Und ich habe mir dann heute Nacht gedacht, ich war um 20 vor 2 bin ich ins Bett gegangen, weil wir ein bisschen was gefeiert, ein bisschen was getrunken haben. Ich dachte, komm, mach morgen früh, kriegst du schon hin, wird schon nichts Besonderes kommen. Ja, wurde wieder eines Besseren belehrt. Aber wie gesagt, das ganze Paket habe ich mir halt auf jeden Fall geholt. Kostet aber keine 3.300 V-Bucks, sondern 2.300 V-Bucks. Nur den Rabatt sieht man nicht mehr, weil ich es mir halt eben schon gekauft habe. Und was haben wir mit drin? Einmal Marshmallow natürlich selber. Dann das Emote Marshposen. Dann diese Pickaxe. Ich liebe sie. Dieser Ton davon. Weil der Ton sich halt bei jedem Schlag ändert. Also wenn ihr am Schlagen seid, dauernd kommt quasi Musik und natürlich ein alter OG-Kleider. Also ich sage, das Paket, da habe ich auch nicht lange überlegt. Habe ich gesagt, nein, muss ich haben. Wie gesagt, das Ganze kostet für euch halt 2.300 V-Bucks. Lasst euch von den 3.300 nicht schocken, denn das war mit Rabatt. Dann des Weiteren ist Pitstop mit drin, mit auch vier verschiedene Stile, okay. Zack, einmal in grün, einmal in lila. Die Variante ist nice. Also wenn ihr euch den Skin holt, dann würde ich ihn auf jeden Fall in der Variante spielen. Ja, da kam gerade ein Follow rein oder ein Abo. Grüße gehen raus. So, dann des Weiteren. Natürlich die männliche Variante davon, auch in demselben Stil. Also wie gesagt, der Stil hier ist echt nice. Da würde sogar das Rückenaccessoire reinpassen vom Zampa. So, dann haben wir noch die High Octane Pickaxe. Hat auch, wie viel Stile hat die? Auch vier Stile. Des Weiteren ist die Kira wieder zurück. Das ist auch ein schöner Skin. Definitiv für 1200 geht. Ja, doch, ist okay. Dann haben wir Blockbeile und grüne Adler. Ja, gut, ich mag diese Kleider nicht. So, was haben wir noch mit drin? Der Champion Skin ist immer noch drin. Ich habe ja jetzt schon die ganze Zeit gesagt, wenn ihr euch den holt, denkt dran, der wird definitiv nicht mehr wiederkommen. Außer sie machen, ich sage immer wieder definitiv, aber das Einzige, was passieren kann, dass sie nächstes Jahr vielleicht hingehen und machen ein ganz großes Paket, wo alle FNCS Skins mit drin sind. Also möglich ist es schon, aber sie sagen selber, dass es exklusiv zu den Finals ist. Aber wenn sie nächstes Jahr exklusiv alle zu dem Final rausbringen, dann würde auch keiner meckern. So, dann haben wir ja den Kelsier wieder mit drin. Für 1600 mit passendem Rückenaccessoire, mit der Pickaxe und dem Ladebildschirm, der eigentlich richtig gut gelungen ist, finde ich. Dann, Himmelsjäger auch wieder zurück. Okay. Heute wollen Sie es aber wissen. Dann toxischer Trooper. Na, den finde ich nicht so nice. Auch nicht in der anderen Variante. Nee, ist nicht so ganz mein Fall. Dann knochenlos ist wieder da. Dann der Tanz. Ich habe ihn schon letztens mal abgespielt bei mir in der Playlist. Da habe ich mir gedacht, hä, den Tanz habe ich. Der ist auch copyright-frei. Also, wenn ihr selber irgendwelche Videos macht, das funktioniert definitiv. Dann der tiefe Depp. Den hatten wir schon. Dann sind auch die Fußballskins wieder da. Natürlich auch in verschiedenen Stilen. Da könnt ihr wie bei den Basketballskins eure Rückennummer ändern. Ich glaube, die sieht man jetzt gar nicht. Ja, doch, darunter kann man sehr erahnen. Wie gesagt, darunter ist halt die Nummer und ihr könnt jedes Trikot ändern. Eigentlich muss man sich den holen, aber ich sage ganz ehrlich, ich habe Neymar, reicht eigentlich schon. Ah, das ist wieder schwierig. So ein Deutschland-Skin, gerade zur EM. Ah, ei, ei, ei. Ich überlege noch.
So, dann sind die Fußballgeschichten auch natürlich wieder da. Elite-Töppen. Töppen? Ganz komisches Wort. Elite-Töppen. Was ist denn Töppen? Wenn einer weiß, was Töppen ist, bitte mal in die Kommentare schreiben. Dann die Vuvuzela. Ach doch, ganz leise. So, dann Torgefahrgleiter. Den habe ich gefühlt auch noch nie gesehen. Aber wieder OG-Kleider. Ich liebe die. Und dann Baldrix. Mir glaube ich schon bei Neymar mit drin. Ist aber ebenfalls zurück. Und dann natürlich die rote Karte. Aber die gelbe Karte haben sie ausnahmsweise mal nicht mit drin. Wundert mich eigentlich schon fast. Und dann die ganzen Basketballgeschichte ist auch noch drin. Natürlich auch mit dem Emote Dribbeln immer noch. Und dann haben wir das Trae Young Paket ist noch drin, Donovan Mitchell ebenfalls noch, dann Beast Boy Paket, die ganze Batman Geschichte ist noch ebenfalls da mit Catwoman, Horizon Zero ist noch da, dann Doppelagenten Paket, Spitzhacken Paket und unser ständiger Begleiter, letzter Lacher Paket ebenfalls noch da. Ich gucke noch gerade ganz schnell, ob es heute V-Bucks gibt in Rettet die Welt. Nein, heute gibt es nur V-Bucks für, in Anführungszeichen, die Tagesaufgabe. Und dann würde ich sagen, sind wir für heute, was den Shop betrifft, auch erstmal durch. Wie gesagt, gönnt euch Marshmallow und wenn ihr euch den gönnt, natürlich, wer Support da lassen will, mit meinem Creator-Code yt-familyhack. Und in dem Sinne würde ich sagen, euch einen schönen Samstag und haut rein.